Hallo alle miteinander, willkommen zu einer neuen Runde Super Mario World! Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Spielerschmacht. Hallo, hallo. Hallo, Cornelius. Wie geht's Guten Morgen. Dir? Guten Morgen. Kopfschmerzen, und du? Hast du gut geschlafen? Mir geht's eigentlich gut. Geschlafen? Ich bin ein bisschen... Nicht. Ich bin ein bisschen... Ein bisschen? Rückenschmerzen habe ich die letzten Tage. Oh, ich habe mich vorgestern war es, glaube ich. Nee, nein. Ach, vorgestern, glaube ich, habe ich mich irgendwie falsch gelegt. Da bin ich aufgewacht und dann hatte ich so eine Stelle, weißt du, so einen Druckpunkt am Rücken, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, cheat. Ja, und dann. Aber es ist nicht sehr schlimm. Es ist nur, wenn ich beim Duschen richtig krass in die Hocke gehe, weißt du, da merkt man es. Ich gehe nie beim Duschen in die Hocke, aber gut. Na gut, ich muss mal den Arsch sauber machen, ne? Ja, ich mache mir den immer schon mit Papier vorher sauber. Tatsächlich. Ja, ich auch. Aber man will ja nochmal alle Ecken nachgucken, ne? Vielleicht kommt denen, der die Traumfrommel dann ass-eaten. Man weiß es ja nicht, ne? Nee, dann wäre es keine Traumfrommel mehr, wenn die mich ass-eaten will. Ach so. Das ist so das Ding. Dann ist vorbei mit Traumfrau. Ich mach's gerne, aber andersrum bitte nicht. Das ist mir nicht geheuer. Ich dachte, du bist so offen für alles. Ja, aber das geht ja bei mir auch nicht. Naja. Kann ich ja niemanden machen lassen. Das ist ja so das Ding. Ja gut. Leute, wir haben übrigens einen tollen Titel in diesem Part. Also wir müssen haben wir? Ja, wir müssen jetzt nehmen, damit wir cool sind. Achso, okay. Ich bin ja ein erfolgreicher Streamer, muss man erstmal sagen. Ne? Ein Entrepreneur bist du. Ein Entrepreneur, ne? Wir haben ja die großen Zuschauerzahlen, ne? In die Hunderte geht das rein. Ja. Manchmal ist es sogar dreistellig, ja? Hä, oft, Alter. Ja, ja, wenn man dich gehostet hat danach, auf jeden Fall. Weiter, erzähl mal. Auch alleine habe ich dreistellige Zahlen, aber ja. Ich habe gestern nochmal den Let's Play Magus gehostet. Ah, stark. Ja, Mann. Da war ich schon gar nicht mehr da, scheinbar. Nee, natürlich nicht. Mit der Abjahung. Na, nee, du hast irgendwann Vollgas angemacht und dann habe ich sofort weggedrückt. Ja, war ich noch. Ich wurde da gerade von Onion gehostet und dann. Das habe ich noch mitbekommen, tatsächlich. Genau. Dann wollte ich nicht sofort offline gehen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch noch ein bisschen reingeguckt. War ein sehr guter Stream, ne? Also. Na, selbstverständlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch richtig aus dem Nähkästchen geplaudert, Alter. War fast ein Off-Topic-Part. Was ist da los, Magus? Was war denn da? Ich will es wissen. Was war denn los? Ja, er hat zum Teil darüber geredet, ob irgendwelche Sachen von ihm verwerflich waren. Und ja, Alter, da hat der verwerfliche Dinge gemacht. Was denn? Weißt du jetzt was mit den... Mit dem was? Ex? Oder was? Nee, der hat ein FIFA 2014 Videos gemacht von den Spielen und hat die einfach nur abgefilmt, wie die NPCs gegeneinander spielen und hat das dann sogar mit All Goals Highlights im Titel angeworben. Ah! Alter, ja, richtig. Das hatte ich früher, oder war es auch richtig sauer? Das weiß ich noch. Das könnte sein. Alle, die irgendwas mit Fußball gemacht haben, waren auch bei dir immer sofort unten durch. Ja, also das war... Messi in den Text stehen hatte, das gefiel Cornel überhaupt nicht. Ja. Ne? Das war schon krass, Alter. Das ist schon verwerflich, ne? Und dann sitzt er da und sagt, ja, aber ja. Nee, und er hat sogar über Domtendo geredet. Oh, das ist immer stark. Was gab's denn da Spannendes? Er hat gesagt, dass Domtendo ihn irgendwann mal angeschrieben hat und gesagt hat, ey, Magus, das ist mein großes Vorbild. Lass mal zusammen was aufnehmen. Und dann irgendwann wusste er davon nichts mehr. Also, Domtendo, dass er das... Alter, Hilfe! Ja, so kennt man ihn heute, ne? Ja, komisch, oder? Ich weiß nicht. Dürfen wir das jetzt überhaupt noch hochladen? Ja, warum denn nicht? Ich zitiere ja nur. Ja, der öffentlich erzählt, ne? Das ist okay. Ja, natürlich. Ja, what the fuck? Also du hast Magus gehostet, nämlich. Ja, ich habe Magus gehostet. Okay. Ja, aber und dann hast du weitergeguckt. Okay. Nur um das mal eben zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Genau, und dann habe ich noch weitergeguckt.
Und dann ist Markus so mutig, trotzdem, obwohl er weiß, dass du gerade zuhörst, über sowas zu reden. Ja, er hat auch mir schon... Und auch genau weiß, dass du das verwurstest. Ja, klar. Er hat auch schon, das ist ja der Punkt, weswegen ich überhaupt darüber spreche, er hat uns schon einen Titel gegeben. Er hat eine Story erzählt und dann gesagt, ja, Wallo und Cornelman, das jetzt als reißerischen Titel benutzen. Dann dachte ich mir, dann habe ich geschrieben, alles klar, das ist der Titel von unserem nächsten Video. Okay. Und zwar... Let's Play Markus war bei Montana Black im Stream. Nee. Doch, das ist unser Titel. Also hat der hat zugeguckt oder was? Nein. Aber worum geht's hier? Wie der war der im Stream? Oh nein. Was? Der Controller wieder ausgegangen? Ja, und dann... Oh, so nervig, Gordon. Funktioniert das hier nicht mehr. Ich mach mal kurz hier ein Save Game. Ich entschuldige mich dafür, jetzt wo es gerade spannend werden sollte. Ja. Guck ich mir an, wie Colin den Controller wieder reinmacht. Ja, können wir jetzt weiterspielen oder kriege ich jetzt was zu hören? Ja, warte, ich muss kurz. Er verliert die ganze Zeit die Verbindung. Wann kommt denn der neue Controller? Ja, jetzt irgendwann die Woche. Das schneidest du jetzt aber raus, oder? Ja, ich hoffe. Okay. Ja, nee, nicht hoffen. Schöne Grüße an meine Mama. Das kommt ja heute. Ja. Ne? Ja. Also, jetzt bei Markus im Montana Blackstream. Ich, ja. Wenn es ein Clickbait-Titel ist, dann hat er einfach nur mal kurz zugeguckt. Und davon gehe ich jetzt mal aus? Nein, Montana Black hat irgendwie Wario Land 3 oder so gesucht. Und da war sein Thumbnail zu sehen. Und daraufhin hat er... Ich weiß sogar, wo Montana Black Wario Land 3 gesucht hat. Das war das Video, wo er zeigt, dass er sich Super Mario Land 2 und einen Gameboy geholt hat. Für, weiß nicht, 30.000 Euro. Ja, okay. OVP. Mhm. Ja, genau. Und da hat dann jemand Markus angeschrieben Oh, weißt du das? War geraten. Alter, krass. Genau, und hat ihm das gesagt. Du warst bei Montana Black im Stream. Dann hat er nachgeguckt und war enttäuscht. Wahrscheinlich. Würde ich von aus. Ja, das ist jetzt, ja. Also noch weniger spektakulär könnte es nicht sein, ne? Ja, aber das ist wieder unser Titel. Wir wurden ja herausgefordert. Hey, was muss ich denn hier machen? Weiß ich nicht. Ich will jetzt einmal den Yoshi da oben gegenhauen einmal. Nee, da habe ich ja schon. Oder den Yoshi aufessen lassen. Der kann den Poki nicht essen. So. Weiß nicht warum. Ich vermute mal, ich muss den Yoshi wachsen lassen. Ja, gehe ich auch von aus. Aber hier ist nichts mehr zu essen. Liebe solche Spiele, ne? Sind die besten Spiele, wo man nicht weiß, was man machen soll. Ist halt ein Rätsel, Alter. Hör doch mal auf zu heulen direkt. Weiß ich nicht, ich will Mario spielen und keine Rätsel lösen. Ja, dann... Ich Professor Layton. Ja. Wenn ich ein Rätsel lösen wollen, hätte ich Professor Layton angemacht. Professor Layton ist auch ein großes Spiel. Ja, ist es. Ist auch eine komische Tür, ne? Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Hier ist auch eine Tür. Okay. Und vielleicht war das einfach nur ein Special. Boah, wir machen ein Wettrennen. LOL! Nein. Wie krass ist das denn? Wo ist er? LOL. Ja, das ist doch ein geiles Game. Ja, Wolle, du kannst jetzt auch was sagen. Ne? Was soll ich dazu sagen? Du bist so konzentriert gerade, da wollte ich dich nicht stören. Bin ich konzentriert? Doch, komplett. Ja. Du gehst jetzt wieder in das Rätselding. Nee, ich wollte den Pilz haben. Ja, ich bin halt auch so, ich bin gerade völlig fasziniert von der Geschichte, die du mir erzählt hast. Das kann ich verstehen, ne? Wärst auch begeistert, wenn du bei One Tip Stream wärst, ne? Komplett. Da kann man schon ein bisschen neidisch sein. Ja, aber ich würde gerne dann auf andere Weise im Stream Erwähnung finden.
als das. Ja gut. Kann man sich nicht immer aussuchen. Ne? Ist aber auch spannend, dass dann irgendwelche Zuschauer ankommen und dir das erzählen und das ist einfach nichts. Ja, das dachte ich mir auch. Was erwartet der Zuschauer in dem Moment dann, wo so nach dem Motto so, oh, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Mega krass. Oder was ist der Gedanke? Ja, vielleicht dachte der Zuschauer sich, Alter, ich bin Sherlock Holmes, weil er war ja nur zu sehen. Hat wahrscheinlich deswegen er dann auch gesagt, also Markus weiß auch gar nicht, was Monte da gesagt hat, aber er vermutet mal, dass da nichts jetzt groß war, dass er nur zu sehen war. Nein, der hat auch nichts zu der Firma gesagt. Es ging einfach nur darum, dass Monte einmal kurz das Intro von Wario Land 3 sehen wollte, da ein bisschen zu abgedanced hat. Ja, und dann dachte ich mir auch so, ja, wenn du erwähnt worden wärst, hätten wahrscheinlich mehr Leute geschrieben, als der eine Sherlock. Oh Mann. Alter, Kopf an Kopf rennen! Mega einfach. Da ist der Wollo wieder, ne, man kennt ihn. Sieht einfach aus, ja. Danke, Wollo. Ist immer wieder schön mit dir. Ja, immer mache ich auch gerne. Ja, hoffe, das merkt man. Ja, man merkt das richtig, ey. Du bist die pure Freude. Ne, genau wie mein Controller, wenn er disconnected. Ja, das war ja auch noch gerade nervig. Ne? Ich glaube, es Treibsand. Ist Treibsand, ui. Das sah aber aus wie eine Wolke. Da war ich überrascht. Ja, hast du sonst irgendwelche tollen Storys zu erzählen für die Leute hier, die zugucken? Nein. Ja. Dann hoffe ich, der Part gefällt euch und ihr habt auch so viel Spaß. Leute. Hey, hoppado! Ja, ansonsten ist gestern nicht viel passiert, ne? Markus ist ein Entertainer, ne? Da merkt man halt immer. Ich war gestern jetzt das erste Mal auf dem Crosstrainer. Oh. Habe ich gestern aufgebaut. Was weiß ich. Ich war dabei. Und ja, ich hab 5 Minuten durchgehalten, Cornel. Ja, stark. Das Schlimmste an diesen 5 Minuten ist nicht mal, dass meine Ausdauer nicht mehr konnte. Das wäre noch gegangen. Aber meine Oberschenkel haben so dermaßen gebrannt. Echt? Dass es nicht mehr ging. Ja, aber ist doch gut. Also ich bin mir aktuell nicht sicher, ob das nicht ein Fehler war, den zu kaufen. Warum? Weil ich glaube, ich bin zu klein für das Gerät. Ah, das könnte. Also da habe ich natürlich. Ja. Tatsächlich. Ahnung. Weil die Bewegung, die ich da drauf mache, ja, hat absolut nichts mit einem natürlichen Schritt oder so zu tun. Sondern es ist mehr so, als wenn ich Treppen steigen würde, wo ich jedes Mal 2 Stufen gleichzeitig nehmen muss. Hey, aber du also es fühlt sich ganz weird an. Also ich muss die Beine so richtig hochreißen, damit ich da überhaupt. Was ist das denn für ein Crosstrainer? Ist es nicht so einer? Crosstrainer halt. Da, wo du dich draufstellst, auf so Flächen und dann machst du so kreisende Bewegungen damit. Ja, genau. Ja, der wird schon. Und ich glaube, ich bin zu klein dafür. Nein, also das habe ich noch nie gehört. Also, habe ich auch noch nie gehört. Aber also die Bewegung, die ich darauf mache, fühlt sich auch sehr, sehr merkwürdig an. Also es, ich hatte ja schon mehrere von diesen Dingern. Ja. Und so war es noch nie. Also ist auch der größte, den ich bisher hatte. Du warst aber noch nie so fett, muss man dazu sagen. Ja, das kann halt auch sein, ne? Ja, deswegen. Dann war ich heute Morgen wieder drauf. Also ich war gestern Abend und heute Morgen. Heute Morgen habe ich nur 4,5 Minuten durchgehalten. Dann ging es nicht mehr. Ja, aber das ist doch also. Weil die Beine einfach nicht mehr, überhaupt nicht mehr konnten. Ja, aber solange du merkst, dass du geschafft bist, ist das doch gut. So. Ja. Doch. Ich hoffe mal, ne? Ja, und die Ausdauer kommt, Alter. Das Schlimmste ist halt, wie gesagt, das ist halt das Ding beim Schwimmen immer so ein bisschen gewesen, als ich dann schwimmen war. Ich habe halt davon irgendwann nicht mehr wirklich was gespürt, weil es halt einfach nur, ja. Nein, das ist ja normal. Ja, aber ist nicht so gut. Nee, du machst dann ja irgendwann länger und schneller und mehr. Das ist halt das Ziel, Cornel, ne? Ja, klar, aber es ist halt beim Schwimmen immer schwierig. Was ist beim Schwimmen schwierig? Ja, das ist hier beim Schwimmen immer ein bisschen schwierig, da wirklich so zu powern, dass ich dann am Ende wirklich ausgepowert bin. Das fiel mir irgendwie nicht so leicht beim Schwimmen.
Ich weiß nicht, komplett ausgepowert sein muss man auch, glaube ich, nicht, oder? Weiß ich nicht, bin kein Experte. Also du musst dich da nicht bis zur Vergasung ja, aber wenn man was auspowern. Merkt, ne, dass man mal ein bisschen Muskelkater hat oder so. Ja, wenn du Muskeln aufbauen willst. Aber ich glaube, ansonsten, wenn du einfach Ausdauertraining oder für Diät und so oder zum Abnehmen, also Kalorien verbrennst du auch, wenn du danach nicht tot umfällst. Mein Gott. Ne? Das ist ja nicht nötig. Ja. Ja, nee, aber solange du kaputt bist, wenn du da runterkommst, ist auch gut. So. Ja, du solltest es halt auch nicht übertreiben. Nee, kann ich ja nicht. Lass mich meine Beine ja nicht, weil ich kann dann ja nicht mehr. Also ja, ich kann dann wenig nicht mehr. Also es ist dann wirklich Ende. Ja. Das geht dann nicht mehr. Ja. Endstation. Deswegen. Ich guck mir das mal an, wo das so hinführt. Ja, einfach machen, einfach Spaß haben, einfach ne, abwarten. Nee, es macht keinen Spaß, weil nach 40 Sekunden tun mir die Beine schon übertrieben weh. Und dann quäle ich mich noch so auf 5 Minuten hoch, aber dann geht's halt echt nicht mehr. Ja, aber tun die weh, also, weil du merkst, dass die benutzt werden? Oder tun die tatsächlich einfach nur weh, weil du das Gefühl hast, es ist unnatürlich, was da gerade passiert? Ja, beides. Also du merkst die ganze Zeit, dass du wirklich, also die Beine so hast du deine Beine im Leben noch nie bewegt. Nicht im Ansatz. Ja, aber das ist jetzt auch für jemanden, der... Weil ich die halt viel zu sehr hochreißen muss. Also das ist halt so, als wenn du laufen würdest, das soll ja so sein, dass du eigentlich läufst. Und die Schritte sind so, als würde ich meine Knie jedes Mal bis zum Bauch hochziehen. Bei jedem Schritt. Das ist halt, das hat nichts mit einem natürlichen Gang oder so zu tun. Ist halt komplett weird. Ich weiß nicht. Ich kann mir das tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Ja, ich mir aber, weil ich es gerade gemacht habe. Ja, schade. Ne, vielleicht gibt es irgendeinen schlauen Menschen in den Kommentaren. Keine Ahnung. Das wäre gut. Keine Ahnung. Ich kenne halt nur diese Dinger, ständig draufläufst. Okay. Ja, so kenne ich das halt auch. Du hast also mit so Armen, ne? Dass du so die Arme dann auch und dann einfach so links, rechts immer vor, zurück. Richtig. Ja, gut, ne? Und stell dir dabei einfach vor, dass du deine Beine jedes Mal bis zum Bauch hochziehen musst, die Knie. Ja, aber wahrscheinlich ist das auch normal und wir sind einfach zu fett. Nee, ist es nicht. Doch. Das ist nicht normal. Du musst ja überlegen, wenn du nicht so fett wärst, wäre da ja kein Bauch im Weg und so. Der Bauch ist nicht im Weg. Nicht? Ist ja nicht, dass der störend ist, sondern einfach, dass ich die so hochziehen muss. Dass ich deswegen nicht dann sofort nicht mehr kann. Weil das... Ja, ich bin auf jeden Fall nicht so zufrieden bis jetzt. Also an sich bin ich schon zufrieden, das Gerät an sich ist top. Weil normalerweise war es jedes Mal so, ich hatte ja schon 3 Stück. Auch in verschiedenen Preiskategorien und die waren immer so, dass die immer mega am Knacken waren und quietschen. Oh, das ist das Schlimmste, ey. Ja, das nervt halt ultra. Oh mein Gott, ich bin so ein Mensch, ich kann dann sowas auch nicht ignorieren. Ich auch nicht. Das hat mich immer in den Wahnsinn getrieben. Ja. Und dann konnte ich teilweise das Ding auch nicht benutzen. Also in der alten Wohnung war es dann so, da hatte ich mir extra einen teuren gekauft. Weil in der Hoffnung, dass der nicht quietscht und so. Und nicht knackt. Ja. Aber der war so laut, Alter. Ich konnte da gar nicht auf den Stepper gehen, weil das hätte die Nachbarn gestört. Wirklich. Das war so krank laut. Und dieser hier, Alter, kein Geräusch. Einfach perfekt. Der läuft einfach wie ein Uhrwerk. Kein Geräusch, nichts. Richtig geil. Okay. Aber dafür muss ich die Beine halt auch bis an die Ohren ziehen. Okay. Tja, stehe ich da. Ist bestimmt richtig, oh mein Gott. Damit konntest du ja auch nicht rechnen, Cole. Ich weiß nicht, ich musste tatsächlich sagen, ich habe darüber nachgedacht vorher. Ja. Und ich dachte tatsächlich, der wäre fest, weil der nicht so, ja, okay, das speichert in dem Level. Oh wow, ja dann. Ist doch nice. Ja, ich dachte tatsächlich, das wäre ein Fester. Ich dachte, die anderen sehen anders aus. Naja. Ja, okay. Ansonsten, Papa Wollo, einmal wieder abbauen, runter. Einmal wieder runtertragen, bitte. Keine Ahnung, ich guck's mir halt erstmal an. Aber was mache ich denn jetzt, wenn das die ganze Zeit so ist? Du wirst ja schlanker und sportlicher und dann wird das auch alles anders. Dann wirst du auch diese Bewegung machen können. Das wird ja jeder normale Mensch. Ja. Das ist ja, das wird daran liegen, dass du fett bist. Ich will ja nicht meine Beine zu Tode trainieren, weil das tue ich da ja gerade.
Ich werde ja Beinmuskeln bekommen, Alter. Das wäre ja wieder absurd. Junge. Ey, du machst dir kein Bild. Alter, du machst dir kein Bild. Wenn du mal hier bist, Alter, du bist 150 Kilo. Ja, Alter, ich bin auch, Alter, bei mir ist rapide am Fallen, Wollo. Ich bin wieder im messbaren Bereich. Ja? Ja, klar, Alter. Als ob du heute auf der Waage warst und im messbaren Bereich. 3 Tage keine Süßigkeiten, mein Körper, der ist schon, ne, der ist am Limit. Hast du jetzt wirklich auf der Waage oder lügst du mich an? Ja, ich bin nicht auf der Waage. Ich bin fast immer auf der Waage. Jetzt 202. Nee. Ja, doch. Alter, der Korn ist ein schlanker Mann mit 202 Kilo. Sag ich dir. Ja, wie gesagt, jetzt werden die Süßigkeiten weggelassen. Ja, dann haben wir ja im nächsten Lostcast richtige Zahlen. Hoffentlich, ja. Ich hoffe, dass ich im nächsten Lostcast... Dann halte ich mal zurück. Jetzt wirst du aber 5 Tage schaffen, nicht wieder hoch zu grinden auf über 202. Ich hoffe, dass ich im nächsten Lostcast dann unter 200 bin. Ja. Alter, das wäre ja krank. Und die 1 vorne. Wann war das letzte Mal? Keine Ahnung. Irgendwann hatte ich... Als ich hingezogen bin. Echt? Mhm. Als ob. Ja. Für mich warst du immer der über 200 Kilo Mensch, schon seit einem Jahr oder so. Nein. Oder? Weil die, nee, nee. Glaub doch, glaub, bist du ganz schön lange. Ja, aber ich war auch schon... Dran. Hey, wie oft muss ich ihn treffen? Und was hat der für eine komische... Aber du wohnst da jetzt auch schon ganz schön lange, ne? Oh! Ja! Gar nicht so gut. Oh mein Gott. Nee, ich bin ja hingezogen, Mitte März, glaube ich. Ja, also ich finde, das ist schon ganz schön lange. Oder? Schon bald ein halbes Jahr. Oder Mitte April oder so. Ja, fast ein halbes Jahr, ja. Und seitdem hat sich vieles in gute Richtung gebahnt. Leute! Also. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ne? Wünscht dem Wollo viel Glück. Vielleicht hat hier jemand Ahnung. Ne? Ist jemand auf dem Fitnessstudio? Lasst uns gerne mal wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!